Das Horrorjahr startet direkt mit einem bekannten Klassiker, denn in Scream 5 wütet Ghostface seit dem 13. Januar wieder durch Woodsboro. Erneut versucht das bekannte Trio aus Gale, Dewey und Sydney, den Killer zu schnappen. Als Hinweis dient der Satz: Es ist immer jemand, den du kennst. Am 19. Januar startet endlich auch in Deutschland die Chucky-Serie. Der Teenager Jake kauft auf einem Flohmarkt eine Puppe, um sie für sein Kunstprojekt zu verwenden. Doch bald wird Chucky lebendig und terrorisiert in jeder Folge Jakes Umfeld. Mit Nightmare Alley erscheint am 27. Januar ein neuer Kinofilm unter der Regie von Guillermo del Toro. Als Vorlage dient das Buch Der Scharlatan. Protagonist Stan wickelt mit seinen besonderen Fähigkeiten alle um den Finger und gelangt dadurch an Geld. Seine Tricks funktionieren jedoch nicht bei Psychiaterin Lilith, die ebenfalls sonderbare Fähigkeiten hat, sodass bald alles außer Kontrolle gerät. Und am selben Tag erscheint Titane auf DVD und Blu-ray. Der Gewinner der Goldenen Palme von Cannes galt bei vielen als Horrorfilm des Jahres. Einer jungen Frau wurden nach einem Unfall Titanplatten in den Kopf eingesetzt, seitdem spürt sie eine Verbindung zu Fahrzeugen statt Menschen. Welche abgefahrenen Dinge im Verlauf passieren, findet ihr lieber selbst heraus. Der Twist bei Orphan hat uns alle überrascht. Am 28. Januar erscheint in den USA mit Orphan First Kill ein Prequel der Geschichte und wir erfahren alles über Esthers Hintergrundgeschichte. Ende Januar wird You Won't Be Alone auf dem Sundance Festival gezeigt. Anfang der 1880er gehen in einem mazedonischen Bergdorf komische Dinge vor sich. Ein Mädchen wird von einem Geist ihrer Mutter weggenommen und in eine Hexe verwandelt. Nach und nach schlüpft sie in die Gestalt der Dorfbewohner und genießt das Leben. Am 4. Februar erscheint der finnische Body-Horror-Film Hatching. Die 12-jährige Sportlerin Tinja leidet unter dem Druck ihrer Mutter. Die versucht, ihre Familie möglichst perfekt auf ihrem Blog zu inszenieren. Eines Tages findet Tinja ein Ei, aus dem eine Kreatur schlüpft und ihre Probleme sind fürs Erste gelöst. Am 18. Februar ist der Moment gekommen, auf den viele Horrorfans gewartet haben, ein neuer Film aus der Texas Chainsaw-Reihe erscheint. Das Reboot erscheint sofort auf Netflix und natürlich werde ich vorab für euch die Geschichte aller Filme zusammenfassen. Denkt daher am besten an die Glocke, um das Video nicht zu verpassen. Am 25. Februar bringen die Foo Fighters mit Studio 666 ihre eigene Horrorkomödie auf die Leinwand. Dave Grohl, Ex-Mitglied von Nirvana und Foo Fighters Frontman, bekommt plötzlich übernatürliche Fähigkeiten, als die Band in einem Gruselhaus ihr neues Album aufnehmen möchte. Zuerst erhielt der extreme taiwanesische Horrorfilm The Sadness keine Freigabe der FSK. Doch Cape Light ging in Revision und nun wird der Film am 3. Februar auch in den deutschen Kinos anlaufen. In The Sadness werden Menschen in unmoralische Zombies verwandelt, die ihre Opfer auf brutalste Weise vernichten. Ein Muss für Gore-Fans. Am selben Tag erwartet uns mit Moonfall ein neuer Film von Roland Emmerich. Eine mysteriöse Kraft wirft den Mond aus seiner Umlaufbahn, sodass er plötzlich auf die Erde zurast. Eine Gruppe NASA-Menschen glauben jedoch, das Ganze stoppen zu können. Mit dabei sind viele bekannte Gesichter, daher bleibe ich neugierig. Am 4. März erscheint mit The Batman ein potenzielles Highlight des Jahres. Die Besetzung von Batman, Catwoman, Riddler und Pinguin ist erneut sehr gelungen und die ersten Trailer zeigen, dass die melancholische Stimmung der Vorlage bei all dem Bombast nicht vergessen wurde. Am 24. März soll der Dämonenfilm The Devil's Light auch bei uns erscheinen. Schwester Anne glaubt, dass sie dafür bestimmt ist, Exorzismen durchzuführen. Dies dürfen jedoch nur Priester. Im Verlauf erscheint hier eine starke dämonische Präsenz, die Verbindung zu ihrer Vergangenheit hat und die gesamte Schule einnimmt. Kommen wir zur warmen Jahreszeit. Nach The Witch und The Lighthouse erscheint mit The Northman die nächste besondere Geschichte von Robert Eggers. Die Hauptrolle übernimmt dabei Alexander Skarsgård und auch Anya Taylor-Joy ist erneut dabei. Im 10. Jahrhundert will ein Wikinger Rache nehmen, da sein Vater, der König, ermordet wurde. Egal ob Horrorfilm oder nicht, am 6. Mai erscheint mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness ein potenziell düsterer Marvel-Film. Strange öffnet mit einem verbotenen Zauberspruch die Tür zum Multiverse, wodurch ein gefährlicher Doppelgänger von ihm auf die Welt gelassen wird. Die Idee hat mir schon sehr gut bei Spider-Man gefallen, also mal schauen.
Am 13. Juni startet auch endlich in Deutschland The Black Phone. Im Jahr 1978 leiden Charakter Finney und seine Schwester unter ihrem gewalttätigen Vater. Außerdem terrorisiert ein Kidnapper die Nachbarschaft. Ein schwarzes, mysteriöses Telefon lässt Finney mit den bisherigen Opfern kommunizieren. Jordan Peele ist zurück, denn am 22. Juli erscheint sein neuer Film Nope. Bisher gibt es nur ein Poster, das riesige Wolken über einer Kleinstadt zeigt und große Teile des gelungenen Casts sind ebenfalls bekannt. Mitte 2022 kehrt außerdem Stranger Things Staffel 4 zurück. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf die Serie, aber hiermit wurdet ihr informiert. Kommen wir zur kalten Jahreszeit. Am 9. September kehrt in Salem's Lot Hauptfigur Ben in seine Heimat Jerusalem's Lot zurück, um Inspiration für seinen neuen Roman zu finden. Leider treibt dort ein Vampir sein Unwesen, dem er sich mit den Anwohnern stellt. Am 22. September erscheint in den USA die Romanverfilmung Dark Harvest. Jedes Jahr im Herbst erwacht das Wesen Sawtooth Jack in den Maisfeldern. Eine Gruppe von Jugendlichen nimmt das zum Anlass, um sich dem Wesen in einem jährlichen Ritual zu stellen. Das versucht auch Protagonist Richie zusammen mit der Freundin Kelly, um bei Erfolg endlich aus dem Ort zu entkommen. Am 23. September erscheint mit Don't Worry Darling ein weiteres mögliches Highlight. Im Amerika der 50er lebt die unglückliche Hausfrau Alice. Zusammen mit ihrem Ehemann Jack versucht sie eine neue Art des Zusammenlebens. Dabei beobachtet sie jedoch ungewöhnliche Ereignisse und zweifelt langsam an Jack und ihrem Verstand. Am 13. Oktober ist es endlich soweit und Halloween Ends erscheint. Wer hat wirklich überlebt? Wie geht es weiter mit Laurie und ihrer Familie? Und kann Michael Myers endlich wirklich getötet werden? Mit Violent Night erscheint am 1. Dezember ein Weihnachtshorrorfilm mit David Harbour in der Hauptrolle, den die meisten aus Stranger Things und Black Widow kennen dürften. Mal schauen, ob dieser Weihnachtshorrorfilm Ginger Deadman das Wasser reichen kann. Kommen wir zu weiteren Filmen und Serien, die 2022 erscheinen sollen. Der Tradition nach dürfte Staffel 10 von American Horror Story Ende 2022 endlich auch auf Netflix erscheinen. Diesmal wurde die Serie in zwei Teile mit unterschiedlicher Geschichte aufgeteilt. Ich habe die Serie zwar schon gesehen, möchte jedoch erst Videos dazu anbieten, wenn möglichst viele von euch auch die Chance dazu hatten. 2022 erscheint außerdem das Remake von Hellraiser, das auf Clive Barkers Geschichte The Hellbound Heart basieren wird. Regisseur David Bruckner versicherte, dass sie Barkers Werk damit ehren wollen. Die Rolle von Pinhead wird diesmal von der Schauspielerin Jamie Clayton umgesetzt, passend zur Darstellung im Buch. Hier wird Pinheads Geschlecht als vieldeutig mit femininen Zügen beschrieben. Mit Evil Dead Rise soll 2022 ein neuer, ernsterer Ableger der Reihe auf HBO Max erscheinen. Hier besucht Beth ihre alleinerziehende Schwester Ellie, die drei Kinder hat. Zunächst eine normale Familiengeschichte, wird alles anders als im Haus, das Necronomicon gefunden wird. Plötzlich muss man nicht mehr nur gegen verwandelte Freunde, sondern entstellte Familienmitglieder kämpfen. Das Ganze soll extrem blutig werden und Schöpfer Sam Raimi arbeitete mit am Drehbuch. Es kommt übrigens auch ein neuer Insidious-Teil heraus, bei dem Patrick Wilson selbst Regie führen wird. Leider soll dieser frühestens 2023 erscheinen. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Einer meiner Lieblingsregisseure, Mike Flanagan, serviert uns nach seinem letzten Hit Midnight Mass auch 2022 eine potenziell gelungene Serie auf Netflix. The Midnight Club basiert auf dem gleichnamigen Roman und erzählt von einer Gruppe Jugendlicher, die sich in einem Krankenhaus gruselige Geschichten erzählen. Blumhouse bringt 2022 ein Reboot von Firestarter bzw. Feuerteufel von 1984 raus, das auf dem Stephen King-Roman basiert. Ein Mädchen entwickelt pyrokinetische Kräfte und wird von einer geheimen Organisation verfolgt, die an ihre Fähigkeiten will. Mit dem dänischen Film Die Gäste bzw. bei uns sagt nichts Böses erscheint 2022 ein interessanter Horrorfilm. Eine dänische Familie lädt eine niederländische für ein gemütliches Wochenende auf ihrem Landhaus ein. Doch sehr bald zeigen die Gastgeber ihr wahres Gesicht und testen die Grenzen ihrer Gäste. Wie wir wissen, gibt es immer irgendeinen neuen Film mit Nicolas Cage.
2022 spielt er unter anderem in Universals Renfield mit und übernimmt die Rolle von Dracula. Der Film soll ein Mix aus Horror und Komödie werden und ich bin gespannt, wie abgefahren das Ganze wird. Mit The Sandman könnte uns 2022 eine interessante Serie basierend auf den Comics bevorstehen. Neil Gaiman arbeitet als Producer und Co-Writer an der Serie mit, in welcher der Herrscher der Traumwelt die Artefakte seiner Macht zurückbekommen möchte. Und sogar das berühmte Trading Card Game Magic the Gathering bekommt 2022 eine eigene Serie verpasst. Nachdem Arcane ebenfalls sehr gut geworden ist, kann ich mir auch bei einem Kartenspiel wie Magic vorstellen, dass sie viel aus der Lore und Spielwelt machen können. Teilt das Video gerne auf WhatsApp oder Social Media und schreibt mir, worauf ihr euch am meisten freut. Genießt die Furcht, eure Alice von Horrorzeit.